Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Pokémon Jam. Ich bin's wieder, euer Stefan, und heute ist der 21. Dezember. Und wir haben heute wieder ein bisschen ein größeres Paketchen. Bin mal gespannt, es sieht ähnlich aus. Ha, wie das Solgaleo-Päckchen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir da heute drin haben. Und es ist... Oh, es ist eine Lunala-Figur und 4 Booster. Holy crap. 3-mal schimmernde Legenden und 1-mal Nacht in Flammen. Okay, ich werfe mal das Geschenkpapier zur Seite. Wir fangen mal mit, oh mein, Lunala jetzt auch noch. Es ist doppeltes Luck, was wir jetzt haben. Solgaleo, ich bin gespannt. Okay. Okay. Oh, nice. Oh. Oh, okay. Aktiviert hier so reingehängt, dieses Lunala. Ah, okay, darf man nicht zu oft machen, weil sonst verkratzt man die Figur. Und wow, sieht die schön aus. Guckt euch mal dieses Lunala an. Holy crap. Die tatsächliche oder die Mega-Entwicklung von X-Bud, wie ich es auch immer gerne nenne. Nee, wirklich. Ein Lunala, eine Mondsichel. Hammer, hammer, hammer cool. Wow, echt eine schöne Figur. Die gab es, by the way. Ich habe das letzte Mal immer nachgeforscht, wo diese Figuren überhaupt herkommen. Ob man die kaufen kann oder so. Und habe dann herausgefunden, dass es die bei den Nintendo 3DS Spielen damals dazu gab. Weil wenn man es bei GameStop, glaube ich, vorbestellt hat. Wenn man bei GameStop das damals Sonne und Mond, also nicht Ultrasonne, Ultramond, sondern Sonne und Mond vorbestellt hat, dann hat man eine Figur bekommen. Oder beide. Ich weiß es nicht. Ich glaube eine Figur. Zur passenden Edition hat man dann die Figur, glaube ich, bekommen. Also... Ja, sind ziemlich cool, die zwei. Sind ziemlich cool. Jetzt haben wir einen Doppel-Lucky-Charme, hoffe ich mal. Wir fangen an mit Nacht in Flammen, würde ich sagen. Und dann geben wir uns die volle Dröhnung schimmernde Legenden. Und bin schon gespannt, was wir da ziehen. Hier der Code, Leute. Viel Spaß damit. 4 und 2. Und wir starten mit einem FM. Ein Araqua. Tangela. Rihorn. Riolo. Eine Psycho-Energie-Karte. Ein Schwächenschutz. Pou. Rotom Pokédex, ein Reverse Holo Electric, jetzt muss ich kurz überlegen. Und ein Volvarok. Ein anmutiges Volvarok. Okay, nächste Karte. Nächste Karte, nächstes Booster. Ein Shiny Genesect, schimmerndes Legenden Booster. Hier der Code, schimmernde Legenden. Viel Spaß damit. Und wir machen wieder 4-2. Und wir starten mit einem Zurokex. Haben einen Voltoball. Auch eines meiner Lieblingsartworks, wirklich, aus Schimmernde Legenden. Muss ich wirklich sagen, ich feiere dieses, also wirklich das beste Voltoball-Artwork, was ich bisher, glaube ich, gesehen habe. Ein Rattan, ein super schnuckeliges Pikachu, Kanimani, eine Stahlenergiekarte, ein Kleoparda, Impagator, eine Verkrümmungsenergiekarte, ein Viridium und ein Iveltal Holo. Okay. Als nächstes machen wir ein schimmerndes Legenden Mewtwo Pack auf. Gucken, was wir hier haben. Wieder ein Code. Viel Spaß damit. Und 4-2. Und wir starten wieder mit einem Ignivor. Da haben wir ein Kapilz. Ein Mizunder. Plusel. Zorua. Eine Pflanzenenergiekarte. Ein Lectoball. Ein Kleopatra. Doppelfarm plus Energie. Impagator Reverse Holo und die Rare ist ein Latios. Auch ein cooles Artwork. Ich glaube, ich habe das schon mal an irgendeinem Adventstürchen gesehen, dass mich dieses Bild irgendwie verdammt an den Latios und Latias-Film erinnert. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Aber da gab es einen und das war auch in so einer Stadt, die ähnlich ist wie Venedig. Viel Wasser und wo Latios und Latias immer viel miteinander gespielt haben oder so. Mal gucken, aber es war doch erinnert mich sehr stark an diesen Anime. So, letztes Pack für ein bisschen Glück. Oder ist es heute der erste Tag seit langem mal wieder, an dem wir kein Glück haben und keinen Pull rausziehen. Schauen wir mal, wir starten mit einem Bisasam, ein Zorua, Flamia, Baldurfisch, Knilz, eine Feuerenergiekarte, Impagator, Ramot, ein Schadenstransporter, ein Reverse Holo Krippuk und die Yes! Ich küsse deinen Nacken, Solgaleo, und ich küsse deinen Nacken, Lunala. Ich kann es nicht fassen. Unsere zweite Full-Art-Pokémon-Züchterin.
No freaking way. Wieder einen Pull-Cut. Unglaublich, der 21. ist jetzt heute und wir haben es wieder geschafft, einen Pull rauszuholen. Ultra Rare Pull. Das ist unglaublich, Alter. Es reißt nicht mehr ab. Es reißt nicht mehr ab. Hammer. Hammer. Am Anfang war der Anlauf wirklich noch etwas, da wo wirklich mehrere Tage dabei waren, wo wir nichts gezogen haben, also wirklich gar nichts. Und jetzt heute, bam, 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 Tag für Tag, einer nach dem anderen. Leute, Daumen nach oben für das. Unbedingt Kanal abonnieren, wenn ihr den noch nicht abonniert habt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt nach Weihnachten weitergeht. Ich werde mir da auf jeden Fall was einfallen lassen, dass wir wirklich wieder einen guten Upload-Plan haben und wieder mehr Openings, noch mehr Openings als davor machen können. Gaming-Kanal könnt ihr unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr euch auch am Pokémon-Videospiel interessiert seid. Da spiele ich immer wieder mal Nuzlocke, Soulinks, PPP, weißt du, Kuckuck, was sonst noch alles. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum 22. Bald ist Christmas, liebe Leute, bald ist Weihnachten. Haltet die Ohren steif, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.